Hallo Leute, ich bin Lou und heute habe ich für euch einen Sachsen im Schottenrock. Heute geht es bei mir um einen ganz besonderen Tropfen. Ich habe die Ehre, den Messe Whisky zur Whisky- und Genussmesse 2018 vorstellen zu dürfen. Die Messe findet nächstes Wochenende, also vom 28. bis zum 30. September bei uns hier in Dresden statt. Und alle Infos und Links, die ich dazu habe, packe ich euch unten in die Infobox. Zu den meisten deutschen Whisky-Messen gibt es einen Messe Whisky. Der wird von den Veranstaltern selbst gebrannt, unabhängig abgefüllt, gefinisht, geblendet. Die denken sich da ganz, ganz viele kreative, tolle Sachen aus. Genauso auch bei uns. Rico und Roy von Whisky und Genuss füllen seit 5 Jahren unter dem Label Whisky Meets Wine Single Malt Scotch ab, gefinisht in sächsischen Weinfässern. Und dieses Jahr haben sie für uns einen 11 Jahre alten Linkwood im Dresdner Spätburgunderfass gefinisht. So, genau, Linkwood, die Brennerei, wurde 1821 von Peter Brown gegründet und steht in der schottischen Speyside, gehört heute zu Diageo, deswegen Linkwood Whisky hauptsächlich zu finden in den Blends Johnny Walker und White Horse, deswegen auch entsprechend wenig unabhängige und noch weniger eigene Abfüllung. Schwer ein Geschmacksprofil von daher zu erstellen und ich habe mal so ein bisschen geschaut in verschiedenen Tasting Notes und meistens kamen die Noten Mandel, Blume und Malz drin vor. Also so in die Richtung könnte der geschmacklich gehen. Unser Spätburgunderfass, mit dem gefinisht wurde, kommt vom Dresdner Weingut Lutz Müller. Der stellt etwa 15.000 Flaschen im Jahr her, hauptsächlich Weißwein. Und jetzt lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster. Ich kenne mich mit Wein so gar nicht aus und habe mir die Informationen so von überall zusammengeklaubt. Sachsen ist mit etwa 500 Hektar eins der kleinsten Weinanbaugebiete in Deutschland. Wir machen nur 2% des deutschen Weinmarktes aus und aufgrund unseres Klimas, aufgrund unserer Lage haben wir ein bestimmtes Klima, so rum. Und wir sind ein sehr nördliches Weinanbaugebiet. Und Deutschland ist, glaube ich, sowieso sehr, sehr nördlich für ein Weinanbaugebiet. Entsprechend wachsen bei uns hauptsächlich Trauben für Weißwein. Nur ein Fünftel unserer Weinproduktion ist überhaupt Rotwein hier in Sachsen. Und dann kommt noch hinzu, es ist ein Spätburgunder. Das ist eine sehr alte und sehr anspruchsvolle Sorte, was den Boden und das Klima angeht. Und entsprechend kann man sagen, der wächst bei uns auch wirklich nur auf dem einen Elbhang. Entsprechend kann man sagen, das ist ein ziemlich seltener, besonderer und auch nicht gerade billiger Wein, mit dem hier gefinisht wurde. Dann kommt noch hinzu, was den Whisky sehr besonders macht. In Sachsen gibt es nur sehr, sehr wenige Brennereien und wir haben einen extremen Mangel an Holzfässern. Den haben die Schotten übrigens auch. Man hört immer wieder davon, dass es Probleme gibt, dass die Schotten Probleme haben, an qualitativ hochwertige Fässer ranzukommen. Rico und Roy konnten Gott sei Dank Lutz Müller überzeugen, 2 seiner wertvollen Fässer herzugeben. Warum ist es jetzt aber trotzdem noch ein Single Malt Scotch? Also dafür müsste er ja eigentlich in Schottland hergestellt, gelagert und abgefüllt werden. Ist er auch, weil die beiden Verrückten haben sich die Spätburgunder Fässer geschnappt, ins Auto gepackt und sind die 1500 Kilometer hoch bis nach Schottland gefahren, damit der Whisky auch dort abgefüllt wird und sich auch wirklich offiziell Single Malt Scotch Whisky nennen darf. Das finde ich ja besonders krass. Also, ja, ich bin super gespannt. Ich habe mir hier schon mal was eingegossen. Der steht schon ein bisschen. Spätburgunder hat, ist sehr vollmundig, sehr fruchtig, sehr beerig. Und so Erdbeere, Himbeere bis zur Johannisbeere, viel Beere, wie ihr merkt. Und der Linkwood, ja, wie gesagt, Mandel, nussig, malzig, blumig.
Ich hoffe natürlich, dass so ein bisschen das Bärische mit dem Mandligen verbunden ist und was fruchtig-nussiges bei rauskommt. Ich bin ganz gespannt und das wollte ich auf jeden Fall noch zeigen. Der Whisky hat die Farbe vom Fass angenommen. Also er ist relativ rötlich, finde ich. Ich habe mir diesmal extra ein Blatt Papier hier mit hingelegt, um das zu zeigen. Und eine Sache muss ich natürlich auch noch zeigen. Hat mir der Roy mitgegeben, eine Fassdaube. Das finde ich total klasse, weil man an der genau sieht, wie krass der Rotwein dann doch gefärbt hat. Also das ist, so rum ist die Daube im Original von der Farbe her. Und so mit dem Rotwein, das ist schon krass von der Färbung her. Ich weiß gar nicht, riecht das? Nee, die riecht nicht mehr. Ist schon zu alt. Genau, ich bin mal ganz gespannt. Genau, ist nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich rieche und schmecke. Also der riecht sehr intensiv, das ist schon mal schön. Ein kleines bisschen habe ich diese Ethanol-Sprit-Note drin. Da muss ich dann vielleicht einfach nur mal 3 Tropfen Wasser reingeben. Dann ist das meistens, finde ich, ganz gut weg. Es kann auch sein, ich habe hier so ein Glas-Bubsi obendrauf gehabt, damit der nicht total verfliegt. Und wahrscheinlich hat er jetzt einfach so einmal alles rausgelassen. Weil jetzt wird er schon feiner. Also jetzt ist der Sprit weg. Ich darf ihn ja auch nicht so sehr schütteln. Obwohl, es ist ja ein Spätburgunder-Finish. Also könnte ich den ja hier so wie so einen Wein rumschwenken. Also das Bärische ist, finde ich, auf jeden Fall mitgekommen. Der ist schön fruchtig, hat aber auch so was leicht Herbes, nicht so unbedingt holzig. So diese Mischung zwischen Holz und Nuss. Aber es ist so eine Mischung aus, naja, also nicht Kirsche zum Beispiel. Also Spätburgunder kann ja auch sehr nach Kirsche schmecken oder nach Himbeere. Es ist nicht so was quietschig-süßes, es ist schon eher was Gesetztes von der Beere her. Vielleicht wirklich schon so in Richtung Johannisbeere, Erdbeere gehend. Wohl Erdbeeren können auch sehr quietschig-süß sein. Dann doch eher so... nicht diese Süßkirschen, sondern diese Sauerkirschen, die so auch so fast ins Amaretto reingehen. Ja, also geschmacklich. Ey, der ist lecker. Habt ihr gut gemacht. Also, der ist am Anfang, finde ich, sehr holzig. Er riecht bäriger, als er am Ende schmeckt. Aber der hat hinten raus so eine ganz leichte Vanille, Karamell, Honig, Salznote. Also, ich weiß nicht, ob ihr diese, manchmal gibt es ja so Toffees, die so mit Karamell und Salz sind. Die hatte ich jetzt gerade am Ende im Kopf. Fand ich total genial. Der riecht sehr bärig, aber so auf dem ersten Schluck hatte ich die Beere jetzt noch nicht so drin. Da hatte ich mehr so was Holziges, Nussiges. Die Mandel kommt schön raus. Jetzt beim zweiten Schluck. Und So eine leichte, also es ist jetzt nicht wie bei einem Sherry oder einem Portwein, wo man den so richtig drin merkt. Es ist nur so was ganz Leichtes. Es ist ja auch ein Finish, ne? Also ich finde es dann immer schade, wenn das dann so extrem drin vorkommt. Es ist nur so was ganz Leichtes drumherum. Man hat so am Anfang diese bärige Frische, dieses Fruchtige. Hat man ganz kurz auf der Zunge. Und dann kommt so schön die Mandel
Und eine Holznote, die ich so jetzt gar nicht erwartet hatte. Und dann klingt das so ab in die Karamell-Toffee. Also, ja, jetzt kommt auch der Karamell-Toffee im Geruch, finde ich, mehr raus. Boah, das ist ein sehr, sehr leckerer Whisky. Ich bin ja sonst nicht so der Speyside-Fan, aber ich muss sagen, gut, vielleicht hat das Ganze auch so ein bisschen den regionalen Charme, weil ich ja Dresdnerin bin und der Whisky halt aus Dresden kommt. Aber ich finde das total toll. Also ich finde den total lecker. Ich gebe dem 4 von 4 Punkten auf jeden Fall. Der mit 46 Volumenprozent abgefüllte Messe-Whisky ist auf 500 Flaschen limitiert und wird nächstes Wochenende vom 28. bis zum 30. September bei uns in Dresden auf der Whisky-Messe verkauft. Also kommt vorbei, weil ich glaube, so gut wie der schmeckt, wird nicht wirklich viel übrig bleiben. Sollte noch was übrig sein, könnt ihr das natürlich über Whisky und Genuss oder über E-Whisky danach noch bestellen, euch kaufen. Ich lege euch den ans Herz, der ist super, super lecker. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr zur Messe kommt. Ich persönlich bin am Freitag und am Sonntag da. Ihr erkennt mich an meinem tollen T-Shirt. Und ich würde gerne euch alle mal kennenlernen, mit euch anstoßen. Ich bin außerdem am Freitag beim Artback Tasting dabei. Falls jemand von euch dort ist, schreibt mir in die Kommentare, dann können wir uns kennenlernen. Juhu! Das ist leider schon ausverkauft, das Tasting. Es gibt aber noch ganz, ganz, ganz viele andere tolle Programmpunkte und auch noch ein paar Tastings, bei denen noch Platz ist. Zum Beispiel am Samstag, weiß ich, ist ein Kanada Whisky Tasting. Da kommt Annika Führer, Brand Ambassadorin von Canadian Whisky. Dann gibt es noch ein Santis Swiss Tasting, ein Johnny Walker Tasting. Da kommt Master of Whisky und Brand Ambassador Thomas Plaue. Ich hoffe, das habe ich richtig gesagt. Ich gucke auf meinen Spickzettel. Ja, Thomas Plaue. Am Sonntag gibt es zum Beispiel auch noch ein Rum-Tasting und ein Teeling Irish Whisky-Tasting. Da überlege ich auch selber noch, ob ich da hingehe. Da kommt extra jemand von Teeling aus Irland angereist. Klar, es ist auf Englisch, aber die Brennerei hat nach fast einem halben Jahrhundert ihre Tore wieder geöffnet. Und ich denke, das wird was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ich hoffe natürlich, euch auf der Whisky-Messe zu sehen. Und bis dahin, Slange! Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social-Media-Kanälen und schaut auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky. Es wird, denke ich, auch noch ein Beitrag zur Whisky-Messe selbst kommen. Und bis dahin, Slange!